Minecraft-Technik, was zuletzt geschah. Unser Held hatte keinen Erfolg bei den Endermen, aber dafür hat er jetzt einen Plan, um den Bohrer dauerhaft mit Energie zu versorgen, und die Absendestation dafür wurde schon mal aufgebaut. Hi ho Leute, ich begrüße euch wieder bei Minecraft, hier bei unserem Tunnelbohrer. Ich habe schon mal ein bisschen was an Zeug zwischendurch noch gesammelt und hier weggeschmissen und jetzt müssen wir das hier irgendwie noch befüllen. Ich überlege gerade, hattest du da drunter einen Cover? Ja, hattest du, sehr gut. Wie mache ich das denn jetzt hier am besten? Ohne dabei voll die Krise zu bekommen. Ich habe da so einen Plan. Ich hoffe, ich habe genug Frames und Stuff dabei. Einen Frame brauchen wir gerade noch. Tubes dürften ja an sich so funktionieren. Achso, nein. Jetzt habe ich da... Habe ich natürlich totalen Blödsinn gemacht, weil ich ja doch Cover brauche und keine Panel. Ich Nase. Oder doch? Doch, ich brauche Panel. Nein, ich brauche... Ich bin überfordert. Ich brauche Panel, damit ich was drauf machen kann. So. Ich brauche Cover, damit ich was drauf machen kann. Und Panel kann ich nichts drauf machen. Jetzt habe ich gerade von falsch geguckt gehabt. Denn wir machen hier... dann eine Tube drauf. Und hier die beiden Retriever hin. Muss jetzt natürlich irgendwie passend gedreht werden. So. Dann musst du eigentlich mal irgendwie da weg. Vielleicht dahin und da noch eine hin. Denn hier muss jetzt so nicht, aber so ähnlich, muss hier natürlich noch Wire dran lang. Ich hoffe, ich habe genug. Das wäre ein bisschen ärgerlich, wenn mir genau das jetzt ausgeht. Das müssen wir hier mal anders machen. Da muss doch noch ein Support-Frame her. Das ist jetzt ein Tube-Frame, das ist natürlich uncool. Support-Frames. Ich könnte auch einen richtigen Block nehmen, aber das wäre halt nur halb so lustig. So. Brauchen wir den eigentlich auch noch nicht mal mehr. Hier ist noch ein bisschen Saft drin. Das Ganze ist nur zum Glück momentan aus. Sollte aber für den Einstieg hier reichen. So. Er verbindet sich auch mit dem Buch, ja. Dann sollte ich das Buch vielleicht auch da wegstellen. Nein, da kann ich es nicht hinstellen. Da war es ein. Habe ich einfach überhaupt noch Buffer? Kann das einfach mal da draufstellen. Schupp, so. Und jetzt. Damit müsste das ja an sich alles funktionieren mit den Tubes. Hoffentlich, sonst muss ich das hinterher auch austauschen. Und zwar aus der Batterie holt er mir bitte schön leere raus. Jetzt habe ich hier natürlich gerade keine leeren da und wahrscheinlich da auch nicht mehr. Ich war ja nicht ganz intelligent. Oh, ich muss das hier sowieso noch ein bisschen anders machen, sehe ich gerade. Und damit ist das ein Problem. Obwohl, nö, ist gar nicht so das Problem. Können wir so lassen. Muss ich aber noch dran vorbeiarbeiten. Und zwar, was seid ihr hier wohl für welche? Habe ich hier noch die... Nein, hier habe ich nicht die Tuber drin gelassen. Da müssen die hier eher mal kurz ab. Denn da müssen jetzt Tube-Frames ran, damit das funktionieren kann. Und zwar... Habe ich hier jetzt etwas drauf gehabt? Ich glaube nicht, nee. Dann machen wir das mal...
So, dass ich hier einen reinsetze. Ja, der muss natürlich weg, klar. So, und da kann auch noch einer hin. Jetzt kann ich mal schauen, ob ich nicht eigentlich das Ganze einfach schon durch Tube Frames. Ne, da hätte ich momentan noch nicht einmal genug. Und zwar, du holst aus der raus, weil hier muss nämlich unten rein, im Gegensatz zur anderen Seite. Das ist jetzt eine Leere. Die Leere muss aus dem rausgeholt werden. Während volle in den rein müssen. Tschakka, so. Ist da jetzt schon was lang gegangen? Hat der hier gerade was drin? Nein. Problem an der Sache ist jetzt, wir müssen nur noch das Timer-Signal dahin bekommen. Und zwar zu beiden. Und das wird jetzt sicherlich lustig. Nein, so nicht. Was soll ich denn jetzt? So. Und ich glaube nämlich, dass das so nicht funktionieren wird. Sondern wir uns da was überlegen müssen. Und dafür werde ich dann doch jetzt mal gleich Panel brauchen. Und noch ein paar mehr Support Frames. Ihr seid auch Support Frames, warum habe ich euch denn nicht gleich gestapelt? Und zwar müssen hier Panel dran, damit das hier dran lang kann. Und hier müssen Panel dran und drauf. Dann kann ich das nämlich so verbinden. Dann verbindet sich das richtig damit. Und dann ist die Frage, wie machen wir hier weiter? Das machen wir so. Am liebsten würde ich ja einfach da dran lang. Da müsste ich hier einen Tube Frame hin. Dann kann ich da oben rum. Und hier kommt halt noch ein richtiger Frame dran. Dann rennen wir dann gleich mal wieder hoch. Erstmal machen wir mal hier dran lang. Und hier machen wir sicherheitshalber auch noch einen Frame hin, aber einen Support-Frame. Der muss hier. Und ich glaube, es ist ein Problem, dass das da dran ist. Weiß ich aber auch nicht sicher. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Nein, habe ich nicht. Weil das auch die zu großen Teile sind, die ich irgendwo aus Versehen wieder aufgesammelt habe, nachdem ich sie weggeschmissen hatte. So. Und jetzt muss ich dann hier ja, sehr schön. Nee, natürlich so nicht. So. Ich weiß, das ginge wahrscheinlich auch ein bisschen kompakt, aber so bin ich mir sicher, dass es funktioniert. Jetzt muss ich hier irgendwie wieder drauf. Geht aber gar nicht. Auf der Seite kann ich nicht hoch. So wie ich hier rum. So, und dann verbindet der sich auch damit, denn jedes Mal, wenn jetzt ein Impuls kommt, kriegen die auch einen Impuls, um zu arbeiten. Das ist natürlich viel zu häufig, aber das ist ja total egal. Wir schmeißen ihn mal an. Und dadurch, dass die Saft haben, man sieht schon, da werden leere Batterien rausgepumpt. Gehen jetzt, die werden volle rausgeholt. Jetzt merken sie natürlich, es ist ein Backlog. Häng, häng, da wird eine leere wieder rausgepumpt, die darüber wieder reinkommt. Man sieht schon, hier füllt sich das schön auf, was wir zwischendurch so eine Energie erzeugt hatten. Denn die Truhe kann ich von hier aus natürlich nicht mehr gucken. Aber, warum ist da denn jetzt was? Warum reagiert ihr denn nicht? Warum bist du? Du hast Saft. Und zwar ziemlich gut sogar. Wenn du ein Signal bekommst, musst du hier dich selbst bewegen. Da ist doch nichts. Es kann natürlich sein, dass du damit, dass hier ein Signal rankommt. Nee, warte mal, das ist ein Signal, das wir schon immer hatten, oder? Hat
Habe ich noch einen Beispielschalter? Nein, aber ich kann mir mal eben einen machen, um das per Hand immer zu probieren. Ich kann mir generell einfach mal ein paar Schalter machen. Kann ich den wieder mit reintun? So, und zwar, wenn ich jetzt hier... Du bewegst dich. Warum soll bewegst du dich nicht? Warum zum... Was zum... Das war doch das richtige Teil. Jetzt sag ich, der funktioniert jetzt nicht mehr richtig. Und zwar... ich weiß, warum er nicht bewegt. Klar. Das ganze Ding bewegt sich gerade nicht. Wo muss ich ihn jetzt drehen? Das ist eine Zauberfrage. Das ist genau falsch rum, oder? Ja. Ich würde jetzt gerne einmal von unten irgendwo dran gucken. Ich kann da aber nicht von unten dran gucken, ich kann nur hoffen. Hm. So, müsstest du richtig sein? Ja. Jetzt ist die Frage, warum bewegt es sich nicht? Was macht uns da Probleme? Das hängt gerade an nichts dran. Du hast einen Anschluss. Es kann sein, dass es die Typen sind. Oh. Das war dumm. Das war unser Retriever für volle. Ja. Ja. Hast du wieder Saft? So, volle Batterien bitte. Kann ich die hier natürlich nicht wieder reintun. Ja, müssen wir das mal später machen. Dürfte eh nicht viel geändert haben. Ja. Also er ist bei seinem Versuch zu schieben. Schiebt nicht. Heißt, wir hängen irgendwo wieder fest. Und ja, ich vermute, dass es die Tubes sind. Ich nehme die einfach mal generell raus. Nein. Kann ich hier noch einen Tube Frame draus machen? Ja. Kann ich die nämlich generell einfach durch Tube Frames ersetzen schon mal. Fühle ich mich da zumindest wohler mit. Oh, was zur Hölle hängt jetzt fest? Da habe ich... Was hatte ich da jetzt? Cover oder Panel drauf? Oder habe ich da einfach was falsch rum gemacht? Habe ich das jetzt schon wieder verpeilt? Hallo, was hast du jetzt rausgemacht? Cover. Das sind alles Cover. Oder musste da jetzt ein Panel drauf? Oder ich habe das jetzt jedes Mal falsch gemacht, wo ich Cover und Panel vermischt habe. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Dinge, die ich mitnehmen sollte. Jetzt die Frage, das sind auch alles Cover. Oder? Das sind auf jeden Fall Cover. Erstmal muss ich ein bisschen hier zur Truhe und das, was ich so eingesammelt habe, wegkippen. So. Ah, jetzt noch irgendwo eine freie Stelle, dass ich das mal testen kann. Ja, hier. Das ist jetzt ein Panel. Das heißt, ich habe im Endeffekt jetzt hier wahrscheinlich die falschen Sachen drauf gemacht. Immer. Und nehmen den mal kurz weg und testen das hier mal. Das war auch ein Panel. Okay, dann habe ich das schon wieder vertauscht, weil ich hatte in Erinnerung, dass wenn es ein Cover ist, nichts drüber kann. Das heißt... Was war hier jetzt draußen? Das waren jetzt Panel. Wir probieren es gerade mal. Vielleicht reicht es schon, dass ich die austausche. Die Versorgung ist ja gerade egal. Ja. Dann war nämlich die hier draußen das Problem. Da müssen keine Panel, sondern Cover hin. Fuji Covers. Batterie hätte ich gerne wieder. So. Wenn hier Panels richtig wären. Wenn ich da was draufpacken will. Und zwar nicht so. Du bist da noch der richtige Anschluss. Wie sieht es hier aus? Hier habe ich gleich noch den passenden weggemacht. Ich überlege nur gerade, wie ich das jetzt gemacht hatte und wie ich es jetzt am sinnvollsten mache. Ich hatte das da lang gemacht.
Dann machen wir uns hier noch ein paar Panel. Wir brauchen eigentlich nicht mehr da lang, sondern da. Wir müssen hier jetzt noch ein paar Panels zaubern. Nämlich da der das verbindet. Was mache ich hier eigentlich? Kann ich das nicht irgendwie abkürzen? Kann ich das nicht irgendwie? Ja, scheinbar nicht. Da muss da noch einer hin. Ah, den wollte ich gar nicht abbauen. Ich wollte den nicht abbauen. Denn dann wird hier ein Frame nötig und dementsprechend auch wieder Cover. Nämlich hier. Und sicherheitshalber cover ich da auch einfach mal, weil ich da gerade bin. So, und jetzt brauchen wir wieder Panel. Und der verbindet noch nicht mal richtig. Ja, weil ich da noch was dran hatte an Rattenschwanz. Und zwar hier zwei Frames. Irgendwie ist beim Umbau noch aufwendiger geworden, obwohl ich echt nichts machen musste, außer ein paar Dinge austauschen. So, jetzt sollte es ja wieder funktionieren, rein theoretisch gesehen. Gut, rein theoretisch gesehen sollte es schon beim ersten Mal funktionieren. Ja. Und jetzt hängt er wieder. Wozu hängt er dran? Weil das kann es ja echt nicht sein. Wir hängen hier an der Kante ja nirgendwo fest gerade. Das heißt, wir müssen noch irgendwo ein Problem haben. Oder habe ich jetzt hier, wie ich einmal alles generell falsch herum habe, das kann ja eigentlich nicht sein. Hätte ich das ja schon mal gemerkt. Ich würde sagen, das bringt mir jetzt nichts, mich da hochzubauen. Ich komme eh nicht hoch genug. Wir müssen also hoffen, dass da was anderem liegt. Was könnte das noch sein? Warum fliegen hier meine Batterien immer raus? Weil da oben der Typ nicht passt. Was habe ich da jetzt schon gemacht? Und warum sind das keine Typ Frames mehr? Was habe ich da denn schon wieder aufgebaut? Wir machen uns dann doch nochmal zwei Typ Frames. Sagt er doch, weswegen wir dann gerade eine rausgepumpt haben. So, der geht dann nach da unten. Hä? Moment mal, aber wir haben etwas nicht richtig mitbewegt. Und zwar das komplette Rattenschwanz-Ding hier hinten hat sich nicht mitbewegt. Deswegen passt das auch gerade nicht. Weil das alles nicht mitgerutscht ist. Deswegen ist auch da jetzt ein Tube-Frame verschwunden. Ich hab's nicht mehr gemerkt. Das heißt, irgendwas hier hatten wir abgeblockt und haben es deswegen nicht mitbewegt. Da zum Beispiel war es vielleicht ein problematisch. Und wir bauen hier, was hatte ich da jetzt drauf? Ein Cover. Und da brauchst du natürlich ein Panel drauf. Wenn das funktionieren soll. Und da am besten nichts drauf. Im Endeffekt jetzt unsere ganze Maschine gerade einen deutlichen Schlag länger. Sollte aber verkraftbar werden. Und zwar muss ich jetzt so rum. Das ist das Rausziehen. Super Frames? Nein, Super Frames. Irgendwie verschwinden die bei mir die ganze Zeit wieder. Und du, mein Sohn Motus, ziehst volle Batterien daraus. Richtig. Und der schließt da unten an. Jetzt die Frage noch, was ist mit dem hier? Gott, gewittert das gerade, ey. Habe ich nämlich ganz sicher auch das Falsche drunter.
Und du sollst, warte mal, du bist genau falsch rum. So, du sollst die, was hatte ich denn noch in der Hand? Du sollst die Leeren wieder da reinziehen. Was haben wir hier gerade? Jetzt sind wir gerade einfach nur so ein Zwischending, so. Haben wir irgendwo noch Cover, von denen ich es vielleicht nicht gesehen habe. Wir probieren das nochmal. Bewegt sich. Hier ist alles mitgekommen, alles mitgekommen, alles mitgekommen. Alles, nur dass da noch kein Signal fehlte. Das flog noch ein ja, da mussten wir auch euch abbauen. Moment mal. Daran erinnere ich mich, da musste ich jetzt ein paar Sachen austauschen. Wir machen das dann mal einfach weg. Tube-Frame ist da richtig angeschlossen, Tube-Frames sind da richtig angeschlossen, die waren das also nicht, sondern nur ganz normale Frames und ein Panel, was ich schon richtig hinlegen sollte. So. Ich weiß, Redstone-Tube-Frames wären wahrscheinlich viel einfacher gewesen, wie ihr alle mittlerweile gemerkt haben dürftet. Oh, das hat er hier oben auch nicht mitbewegt. Wahrscheinlich, weil ich da auch das Falsche drauf hatte. Oder da wahrscheinlich auch ein Cover drauf gewandert ist und da natürlich kein Cover drauf muss, sondern ein Panel. Gott, ist das alles nervig. Vor allem, wenn ich von Mal zu Mal... Ich finde, an sich finde ich es logischer, dass auf einem Panel noch was drauf kann, weil quasi mehr Platz über ist. So, wie sieht es jetzt hier hinten aus? Alles noch da, alles noch da. Und sogar noch Saft drin. Oh, sehr schön. Also scheint zu bewegen. Sehr gut. Dann nehmen wir den Schalter mal wieder raus. Packen schon mal unser Backpack aus, um alles, was wir hier so haben, wegzupacken. Also die Stickies halt hier. Denn... hier packen wir das jetzt schon mal wieder rein. Und ich hätte gerade gerne, dass ich einmal irgendwie an diese Chest rankomme. Hier ist gleich mal rundum zugebaut. Ja. Dann werde ich mich um die Batterien hinter zu Hause kümmern müssen. Und da war noch ein Stone Cover. Das lag wahrscheinlich noch am Fußboden, kann das sein? Aber das Stone... Nee, das Stone Cover habe ich ja aus Versehen abgemacht. Das muss nämlich da schon drauf bleiben, sonst geht es gleich nicht mehr weiter. Und dann machen wir ihn jetzt mal an. Jetzt packt er zwischendurch die Fackel natürlich alle ein, klar. Oh, und da oben wird gleich irgendwann Lava runterfließen. Aber damit dem dürften wir eigentlich gegenüber resistent sein. Ja, da kommt sie runter. Nehmen wir sogar mit. Oh. Halt. Wo ist mein Anschalter? Da ist mein Anschalter. Da erkenne ich das Problem da drin. Sollte es aber beheben können. Panel brauchen wir nicht, wir brauchen Cover. Aber wir haben sogar noch die Säge, weil wir werden noch ein paar mehr brauchen. Und ich werde, um das ein bisschen einfacher zu machen, jetzt einfach mal, wir waren ja, das ist auch egal, können wir auch so machen. Ich habe überlegt, wo ich mich einfach in den Cheat Mode begebe. Um leichter arbeiten zu können. Warum zur Hölle bist du? Also ich wollte dich doch. So, dann müsste die Lava nämlich weggehen. Dann nehmen wir nämlich hier die Lava nicht mehr mit. Das haben wir nämlich da. Upsala, ich wollte da nicht reinspringen, auch gemacht. Damit ich da unten dran kann. Also nichts Falsches abbauen, sonst verbrennt das hinterher nur. Oh, scheiße. Gelöscht. Auch immer hier schon wieder so viele Löcher im Boden waren. War ich das? Wahrscheinlich. Komme ich gerade an unseren Eingang? Nö. Dann müssen wir uns hier mal eben einen machen.
Zwangsläufig ist das Lied jetzt gerade sehr leise bei mir. Erstmal ein bisschen lauter, damit ich auch was davon höre, sonst habe ich von der Musik ja nichts. Und zwar machen wir das jetzt noch ein gutes Stück höher. Und dann muss ich mir einmal... Eigentlich müsste ich mich jetzt mal hinstellen und mir da ein paar Kabel holen. Um mich da eigentlich ein bisschen hochbauen zu können, ohne dabei voll die Krise zu bekommen. Können wir auch das Gold da gleich noch abbauen und mitnehmen. Fliegt netterweise runter. Auf dem Weg runter dann noch mit. Und ich merke gerade, wir kommen ja oben durch, wie durch eine Schlucht oder sowas. Aber was wir jetzt noch machen müssen, ist hier das alles. Ich merke schon gut, dass ich das nicht mehr am Ende der letzten Folge noch eben auf die Schnelle machen wollte. Denn das hätte ja gar nicht funktioniert. So, hier den Rest noch mitnehmen. Kabel und das können da durch. So, und jetzt können wir eigentlich wieder anmachen. Spätestens da vorne werden wir die Lava eh wieder wegdrängen. Wir haben an der Seite hier wohl ein paar... Ich merke schon, wir haben auch hier ein paar Cover dran. Oh, scheiße. Hilfe. Wasserproblem. Denn das überflutet mir jetzt alles und macht dummerweise meinen Schalter kaputt. Ah, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich bräuchte vielleicht mal ein paar Cobblestone, um das endlich loszuwerden. So, zwei Stück könnten schon fast genügen, wenn ich die Quelle finde. Weil jetzt verwandelt sich das natürlich alles wieder zurück. Nerv. Du bist die Quelle, ja. So, jetzt müssen wir hier schnell noch wieder runter, damit ich gleich weiter kann. Ja, los, Wasser, verzieh dich. Hallo, geh weg, du. Ich mach's mal kurz so. Ich mache hier einen Cut für heute. Und morgen beheben wir das dann. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.